Gut, Lamus bleibt bereit, Schuh. Lamus sollte jetzt nicht das Mega-Problem darstellen. Ich habe da so zwei Pokémon, drei Pokémon, die es ohne Probleme kriegen sollten. So, Raichu mit Donnerblitz. So, komm Raichu, das packst du. Ich kenne schon das Pikachu. Okay. Hat er ein KP gehabt, wäre es weg gewesen. Das ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Das ist okay. Alles gut. Also letztes Pokémon ist Coco. Nein, letztes Pokémon ist Coco Vai. Da gehen wir mit Megasauge rein und dann ist das Thema Lorelei schon mal erledigt. Erster Trainer, check. Da wird das vielleicht Level 50. So, Lorelei ist besiegt. Ah, da ist etwas schief gelaufen. Ah, jetzt wird mir erst klar, wie viel stärker du geworden bist. Du kannst in den nächsten Raum weitergehen. Aber sei mal bitte vorsichtig. Das war hier nur ein Geschmack auf das, was sich in der Pokémon-Liga noch so erwartet. Puh. Ja. Scheiße, ich bin auf die falsche Taste gekommen. Ich wollte eigentlich jetzt nicht unbedingt den Koop-Modus machen. Aber vielleicht macht es das Ding noch ein bisschen einfacher. Gut, okay. Wir brauchen zwei Beleber. Ich habe ja Gott sei Dank ein bisschen eingekauft vorher. Ah, die Frage ist, wer ist jetzt der Nächste? Ich glaube, dass es Bruno ist. Bruno wird mit einem Onix beginnen, da bin ich mir fast sicher, wenn er nichts Orges hat. Das heißt, Coco Vai wird auf jeden Fall sein. Wird auf jeden Fall beginnen. Aber liebe Leute, das sehen wir dann in der nächsten Folge erst. Bis dahin. Tschüss. Ja, liebe Leute, wir sind mitten dabei in den Top 4 und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir haben Lorelei in der letzten Folge besiegt und heute soll der nächste folgen, nämlich Bruno. Ich speichere natürlich vorher. Und uns fehlt doch... Ich weiß gar nicht, wie viel noch fehlen. Fehlen noch 12. Weil wir haben jetzt Yugon und Austos von der Liste gestrichen. An Pokémon, die uns noch fehlen. Und das ist jetzt der nächste. Ich bin Bruno von der Top 4. Wer nie stillsteht und stets Kampfgeist beweist, wächst immer über sich selbst hinaus. Das gilt für Menschen wie für Pokémon. Nach dieser Philosophie habe ich mich selbst und meine Kampf-Pokémon trainiert. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Dein Name lautet Kev, hm? Na gut, sieh dich vor, denn du darfst gleich die Früchte unseres beinahten Trainings kosten. Haha! So, und er hat ein weiteres Pokémon tatsächlich, das uns, falls wir soweit kommen, wieder von der Liste streichen lässt. Er wird Machomaier mit Namen, das weiß ich jetzt schon. Da die Leute, die das Pokémon-Spiel erkennen, wissen es auch. Jedenfalls fängt er mit dem Monix an. Okay. Also Schweif. Tut nicht weh. Okay. Ich bleib dabei. Es ist alles. Bisher ist es alles so im Rahmen, wie ich das eigentlich wieder auch ein bisschen vorstelle. So, das Onix ist down. Wir müssen eigentlich wieder volle KP haben. Wir müssen sogar zwei Onixe besitzen. Außer Gold und Silber. Da besitzt er, glaube ich, ein Capoeira am Anfang. Weil er seinen Onix weggeschmissen. Nidoking erreicht Level 55. Nidoking möchte viel in der Lehre. Das ist eine Käferattacke. Evoli erreicht Level 56. Ist immer noch mein kleiner Joker, mein Evoli. So, nächste Pokémon, was er an der Liste hat, ist Nocturne. Nocturne ist, ja, eigentlich relativ gefährlich. Was heißt, relativ, es hat natürlich ein paar Takten drauf, die uns ärgern können, aber... Nein! Ja, ich muss es opfern, das bringt nichts anderes. Ich kann jetzt nicht, ich hab jetzt nichts, was ich machen kann. Die Attacke wäre jetzt daneben gegangen.
Ah, okay, da mit dem K.O. hatte ich nicht gerechnet. Ich hätte einen Feuerschlag müssen direkt. Aber Eis. Gut, der Rockstar ist ja relativ gefährlich, was es betrifft. Ist aber nicht tragisch. Ist aber überhaupt nicht tragisch. Das Pokémon kommt am Ende noch. Ach, Mai. Okay, es kommt jetzt schon. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass Mai tatsächlich kommt. Es ist nur Level 53, also sind die Level runtergegradet. Aber ich glaube, im Original ist es auf 58. Ja, natürlich klar. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum der mit Mai jetzt kommt schon. Aber es ist nicht tragisch. Es ist überhaupt nicht tragisch. Gut, dann kriegst du jetzt von mir noch einen Donnerschlag hinterher, weil ich dich unbedingt haben will. Damit haben wir Macho Mai auf jeden Fall schon mal von der Liste. Paralyse. Okay, das Problem ist, das hat wahrscheinlich gute physische Werte. Wenn wir ein bisschen Dusel haben, können wir es tatsächlich packen. Komm, jetzt bitte reicht schon. Volltreffer. Ich bleibe aber dabei. Ja, aber ich wüsste, das ist halt eine Paralyse. Ich knall das hier fest. Irgendwie versuche ich das wegzunehmen. Dann hat er nämlich noch Kiki und Onix. Es bleibt dabei, es geht nicht. Komm jetzt, bitte, bitte, tu mir den Gefallen. Und mit viel, viel Glück kriegen wir das Mach-O-Mai down. Und mit vier Paralysen hintereinander geht das viel baden. Sehr geil. Okay, Quappo. Quappo habe ich, hat er. Er hat nicht mal einen Kickli. Er hat einen Quappo. Und Quappo, glaube ich, haben wir noch nicht gesehen. Ja. Okay. Raichu bleibt dabei. Raichu bleibt dabei. Und Raichu holt sich zumindest schon mal zwei seiner Pokémon. Drei seiner Pokémon. Es hat ja auch schon das Nocturne down gekriegt. Nocturne, Mach-O-Mai, Quappo, geht alle auf Raichus Kappe. Sehr geil. Dankeschön, mein Freund. Yes. Magma reicht auf 48. Und damit haben wir sein letztes Pokémon und damit hat er nicht zwei Onix, sondern doch ein Kickli. Okay. So, ist auch Donnerblitz da, ja, vielleicht ein bisschen Glück dabei. Ein Paralyse und dann, dass die direkt greift. Ja, das war mir fast. Irgendwann war es klar. Man wollte nicht dazu viel reinschieben, aber der hat geil gekämpft, muss ich sagen. Ja, super gekämpft. Er hat ihm drei Pokémon rausgenommen aus dem Kampf. So, tschüss mit dem Kiki. Und damit ist Bruno schon mal weg. Wie kann das sein? Wie konnte ich verlieren? Damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Nächster Raum wartet bereits eine weitere Herausforderung auf dich. Ah, so. Oh, war das geil. Danke, Raichu, Mann. Ey, du hast echt was gut, Digga. Du hast echt was gut. Das ist oh, top, Alter. Richtig top. Nachdem eigentlich schon Kokowein, nachdem Nocturne gefallen war, dachte ich, na, kriegen wir jetzt schon unsere Probleme. Aber Raichu hat es dann am Ende. Ich muss auch sagen, mit Mach-O-Mai sehr viel Glück dabei, weil, wie gesagt, das Mach-O-Mai war ja eigentlich ja, durch vier Paralysen schon kaum noch schlagbar. So, Mach-O-Mai 139, check. Quappo hatten wir übrigens, weil wir es mittlerweile selber am Tier mal gefangen haben. Aber Mach-O-Mai ist das nächste Pokémon. Das heißt, uns fehlen nicht mehr viele. Uns fehlen noch 11 Pokémon. 11 Pokémon, um den kompletten Pokédex zu vervollständigen. Jo. Große Frage. Haben wir schon? Kriegen wir es doch hin? Aber weißt du was? Wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Weil jetzt noch irgendwie groß noch was anzufangen, wenn wir da jetzt auch festhängen. Ich mache jetzt pro Top 4 immer eine Folge. Ist mir also ein bisschen am liebsten. Weil dann
brauche ich nicht zwei Top 4 hintereinander in einer Folge zu machen. Wenn der eine Kampf dann auf einmal doch wieder so 20, 25 Minuten dauert und der davor nochmal 15 Minuten, dann wären wir bei 40 Minuten. Deswegen mache ich halt jetzt gerade den Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go, Evoli! Und dann geht es gegen den nächsten Trainer. Und das ist Agathe. Die besitzt übrigens Gift-Pokémon. Da sollten wir mit dem Nidoking relativ gut dabei sein und auch, denke ich mal, Evoli sollte da auch ein gewichtiges Wort besprechen. Naja, wie auch wir dem auch sei, wir sehen uns wieder dann auf jeden Fall. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, wir sind dabei. Wir sind mitten dabei in den Top 4. Wir haben den zweiten besiegt mittlerweile mit Bruno. Ja, wenn auch mit ein bisschen Dusel dabei, wenn ich ehrlich bin, weil... Ja, sein Machomai, das war definitiv nicht ohne. Das haben wir dann damit ein bisschen Glück geschafft. Ja, nächstes Pokémon, was auf jeden Fall jetzt die Hauptaufgabe machen wird, ist Nidoking. Weil mit Agathe treffen wir jetzt auf eine junge Dame, die... also relativ jung. Auf eine Dame, die jetzt eher Gift-Pokémon einsetzt. Und mal gucken, ob wir es schaffen. Die vorletzte der Top 4. Ich bin Agathe. Meines Zeichen, Mitglied der Top 4. Wie ich höre... Hätte eigentlich große Stücke auf dich. Der alte Knacker war früher mal ein Trainer von Format und nicht völlig unattraktiv. Aber das ist schon Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heutzutage beschäftigt er sich Tag ein, Tag aus nur noch mit seinem Pokédex. Was für eine Zeitverschwendung. Pokémon sind zum Kämpfen da. Pass schön auf. Ich werde dir zeigen, was ein echter Pokémon-Kampf ist. Ha! Na gut, okay, Agathe. Oh, ich hab selber gerade gekriegt. Okay, Agathe ist auf jeden Fall die nächste Trainerin, die uns jetzt im V steht. Mit Arbok. Das ist schon mal gut, dass Arbok jetzt auf jeden Fall das erste Pokémon ist. Wie gesagt, sie betrifft. Also, die hat auch einige Geist-Pokémon. Ich hab zwei, wenn ich es richtig weiß. Also, eigentlich hat sie drei. Im Original besitzt sie Arbok, Golbat. Gengar, Apollo. Wie das jetzt hier sein wird, weiß ich noch nicht. Wir werden schauen. Jedenfalls hat sie auf jeden Fall erstmal einen Arbok. Hatte. Das geht schon mal direkt bad. Das ist okay. Das ist gut. Tschüss, Arbok. Gengar. Okay. Gengar wird nicht so viel machen, wenn wir uns. Danke, Nidoking. Gut gemacht. Gengar. Das nächste Pokémon, das uns auf der Liste jetzt mittlerweile gestrichen wird. Wir haben jetzt 140 Pokémon. Da gehen wir auf Quälzone. Der Gengar kann mit seiner Attacke überhaupt nichts machen. Er hat keine Möglichkeit, seine Geistattacken einzusetzen. Evoli und Typ Pokémon vom Typ Normales. Und Gengar geht auf jeden Fall schon mal die Hälfte der KP weg. Wenn ich mit der Pulsierauer gehe, gehen wir noch auf Dienstag. Okay. Ja. Ach, Scheiße. Komm, Evoli. Du hast das gefickt. Jawohl. Schön. Tschüss, Gengar. Tschüss, Gengar. Jawohl. Zweite Pokémon auch von mir. Gicht baden. Ich weiß noch nicht, wie die Original-Pokémon besitzt. Smogmog. Mock. Ich war bei Juli. Das ist mir zu heiß. Smogmock besitzt. Sie bleibt also beim Typ Gift. Gut, dann gehen wir zur Pulsier-Aura. Und Psycho-Attacke ist immer gut gegen ein Gift-Pokémon. Smogmock sollte nicht so tragisch sein. Komm, das dritte Pokémon geht jetzt auch baden von mir. Ich muss den Wechsel jetzt machen zu Nidoking. Ich hoffe, dass Gengar nicht die Fähigkeit Schwebe besitzt. Also kann ich es versuchen, mit dem Erdbeben schon down zu kriegen. Das werden wir jetzt gleich sehen, was es bringt.
geht auf jeden Fall erstmal auf Spukball. Ich muss den Evoli rausnehmen, weil es langsam sehr schwer angeschlagen ist. Komm. Nein, es besitzt keine Schwebe. Okay. Damit ist Gengar schon mal geschickt. Das letzte Pokémon, was sie hat, ist Golbat. Und damit ist Agatha eigentlich auch schon ziemlich die Geschichte. Ja, damit müssen wir tatsächlich davon abweichen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich tatsächlich sogar noch den letzten Dreh mit in die Story mit in diese Folge aufnehmen. So, Donnerblitz, komm. Mach es platt und dann ist das Thema durch. Okay, jetzt wehrt sich noch ein bisschen. Jetzt knirsche ein. Aber es wird nicht wirklich viel zu tun. Wirklich großes Problem darstellen. So, damit war es ja schon. Liebe Leute, mit der guten Agathe, das war jetzt nicht so das Schwere. Wenn ich ehrlich bin, ist Agathe somit die einfachste der Top 4. Hehehe. Dein Talent ist wirklich beachtlich. Der Sieg gigantisch. So langsam verstehe ich, was euch in dir sieht. Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Es ist Zeit. Betritt den nächsten Raum, bitte. So, ich heile mein Team kurz eben noch hoch. Also mittlerweile sind wir voll dabei. Also so. Okay, alles gut. Nichts Tragisches. So, Hypertrank haben wir noch eine Möglichkeit, 120 KP wieder zu holen. Das brauchen wir gerade nicht. Also ich gehe auf die Top-Genesung. Dafür habe ich es ja. Ein Hypertränke, die kann ich. Den einen Hypertrank haue ich mal auf Nidoking. Ich habe auch noch Top-Tränke sogar. Ich habe noch 42 Top-Tränke, das ist immer gut. So. Gut. Dann haben wir die gute Agathe schon mal weg. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt tatsächlich mit Gengar noch ein weiteres Pokémon dazu gekriegt haben. Oder ob wir Gengar schon hatten. Ich gehe mal kurz in den Pokédex rein. Ja, 140. Noch 10 Pokémon. Dann haben wir den kompletten Pokédex abgearbeitet, liebe Leute. Cool. So, die nächsten Pokémon, die wir jetzt kriegen, auf jeden Fall, sind die von Siegfried. Ja, machen wir jetzt doch in die Folge, machen wir den Siegfried jetzt noch da rein. Nee, machen wir nicht, komm. Dann sind es halt einfach nur 10 Minuten frei. Dann ist das jetzt einfach mal so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute, bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann geht es gegen den eigentlichen Champ der Pokémon-Liga, nämlich gegen Siegfried und seine Drachen-Pokémon. Auch hier wird Nidoking tatsächlich seinen Einsatz bekommen. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie Siegfried seine Pokémon aufgebaut hat. Naja, wie dem auch sei, wir sehen uns wieder. Bis dahin und tschüss. Obwohl, warte mal, Moment. Bevor wir jetzt tatsächlich weitermachen, ich gucke tatsächlich nach. Ich gucke tatsächlich jetzt mal nach eben. Damit ich dann Pokémon Let's Go Evoli Siegfried. Siegfried. Was hast du denn für Pokémon, mein Freund? Damit ich ungefähr weiß, wie mein... So, ich will mal wissen, einfach, was er hat. Womit er anfängt, vor allen Dingen. Warte mal, Moment. Das kriegen wir doch irgendwie schon noch gebacken. So, wir müssen schon übersichten. Ja, das ist immer gut. Lorelei ist jetzt nicht tragisch. Okay, dann weiß ich jetzt, was er hat. Vom Level her. Ja, obwohl, wenn ich ehrlich bin, die Pokémon-Liga kriegen wir ohne Probleme hin. Ich habe mir gerade den Level angeguckt. Die sind deutlich niedriger als das, was ich aus dem Original kenne. Sehr gut. Okay, dann machen wir dann jetzt mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's gegen Siegfried. Dann weiß ich auch, was er jetzt kriegt, was er als erstes bekommt. Ich setze mal drei schon nach vorne. Und dann sollte das ohne Probleme machbar sein. Ne? Bis dahin. Tschüss. Liebe Leute, wir sind dabei, gegen den guten Siegfried heute anzutreten. Das ist der nächste Trainer, der uns jetzt bevorsteht. Und da ist er auch schon, der Held, der Drachen. Den Trainer, den wir ja auch schon aus Pokémon, aus den Originalkernen, aus Rot, Blau, Gelb und auch aus Let's Go Pikachu und auch aus Gold und Silber und auch aus Hard Gold, Soul Silver, wie auch immer. Hier ist er.
der eigentlich stärkste Trainer der Top 4. Los geht's. Aha, du bist also Kev. Ich bin Siegfried, Drachenprofi und Oberhaupt der Top 4. Drachen-Pokémon sind mystische Lebewesen und Gegenstand zahlreicher Legenden. Sie lassen sich nur schwer fangen und trainieren. Doch die Mühe lohnt sich. Gut trainiert sind sie nahezu unbesiegbar. Ihre Körper sind derart robust, dass halbherzige Angriffe einfach an ihnen abprallen. Aber gut, dann lass uns mal anfangen. Oder hast du vor zu kneifen? Na gut, gucken wir mal, wie es wird. 5 Pokémon hat er jedenfalls. Sein erstes Pokémon ist ein Zähmon. Das war auch der Grund, warum ich mit Raichu angefangen habe. Weil normalerweise an dem Original gab es sein erstes Pokémon. Ist es ein Garados. Das hat er immer noch. Das wird nur später, wenn es erst kommt, zu kommen. Gut, gehen wir rein auf jeden Fall in diesen Kampf. In diesen epischen Kampf um die Top 4. Sein Zähmon geht schon mal baden. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Das heißt, ich habe eh 2 Freilose mit eben jenem Dragoran. Mit eben jenem Garados, was das nächste was noch kommt. So, Aerodactyl. Die Frage ist, was hat er jetzt? Ich probiere es jetzt mit Nidoking. Ich weiß nämlich nicht, was dieses Aerodactyl für Attacken drauf hat. Klar, es wird wahrscheinlich mit Erdbeben ankommen. Aber ich werde versuchen, mit Nidoking und seinem Ice Heat versuchen, dieses Aerodactyl schon so schnell wie möglich auf den Ritz zu nehmen. Weil davor habe ich ein bisschen Panik, genauso wie auch sein Garados und sein Dragoran. Ich hab's fast geahnt. Überlebt, es überlebt, das ist gut. Ich hoffe, dass dieses die Vierfach Schwäche. Komm, Nidoking. Einen kriegst du noch irgendwie weggesteckt. Komm, den kriegst du weggesteckt. Den kriegst du weggesteckt, mein Freund. Nein! Keine Sorge, krieg dich wieder zurück, Nidoking. Ja gut, mit Erdbeben habe ich nämlich ein Problem. Ich habe einige Pokémon tatsächlich dabei, die mit Erdbeben so ihre Problemchen kriegen können. Das ist der Aerodactyl schon mal raus aus dem Rennen. Garados. Garados sollte sollte eigentlich ohne Probleme schlagbar sein. So, weg damit. Oh! Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe damit jetzt gerechnet, okay, das geht jetzt eh baden. Damit hatte ich jetzt. Das war jetzt für mich tatsächlich ein Moment, wo ich dachte. Ein kleiner Wow-Effekt, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, Garados, dass du das überlebst. Bist du gut trainiert, mein Freund. Ja, gut, Durchbruch. Das sollte es eigentlich ohne Problem packen. Normal effektiv. Und ich weiß, dass es nicht effektiv ist. Ja! Garados geht schon mal weg. Dragoran, damit hatte ich jetzt was gerechnet. Okay, dann werden wir es jetzt. Ich gehe jetzt auf Ding. Ich werde jetzt natürlich einen Doppelleber ziehen, damit ich den Nidoking wieder zurückholen kann. Bei den Nidoking sollte es eigentlich machbar sein. Die Frage ist, was hast du noch dabei? Glurak hast du noch, okay. Dragoran rauszunehmen. Das muss weg. Das ist schneller. Das ist jetzt Wutanfall ein. Okay, das ist nicht. Das ist nicht so tragisch. Okay, ich gehe schon einmal runter. Okay. Nach einem. Dann ist ein komisches Dragoran auch schon mal weg. So, sein letztes Pokémon. Gut, dann probiere ich es mit Evoli. Dann hoffe ich, dass dieses Pokémon, dass dieses Glurak so schnell wie möglich down kriegt. Ich gehe nämlich mit Blutsauger drauf.
Dann haben wir's. Okay, noch eine Attacke kriegst du. Komm. Eine Attacke steckst du noch weg. Das ist jetzt zugeschaut. Überlebe es, dann ist es durch. Nur überleben. Egal wie viel. Ein KP reicht mir. Und es kriegt sogar noch mit 130 KP dabei. Und damit müsste Blubberg auch durch sein. Weil der Blubsauger bringt ja nochmal einige KP zusätzlich. Und Blubberg ist weg. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben eigentlich relativ simpel den guten Siegfried besiegt. Ja, den Pokémon ausgeschaltet. So. Unfassbar. Jetzt wird mir nicht leicht, aber ich muss mich der Stärke deiner Pokémon beugen. Das war ich, ein meisterlicher Pokémon-Trainer. Schwer zu glauben, dass sich mein Drachenherr an dir die Zähne ausgebissen hat. Damit bist du ab sofort der Champ der Pokémon-Liga. Naja, ich glaube, ich habe sie vorne. Denn bevor ich dir zum Titel gratulieren kann, warte noch ein letzter Gegner auf dich. Und zwar... Professor Eich. Ernsthaft? Kev, mein lieber Charlie, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über Siegfried. Das war nicht echt. Echt nicht ohne. Na du, da schaust du den Verdutz aus der Wäsche. Perfektes Timing, Professor. Kev, der letzte Gegner im Kampf, dem die Skill-Champs, ist... Ernsthaft? Professor Eich? Okay. Das war natürlich nur ein Witz. Der Gegner ist Jan. Er war dir eine Nasenlänge voraus und alles. Die Top 4 bereits vor dir bezwungen. Momentan ist er der amtierende Champ der Pokémon-Liga. Ja, ganz richtig. Bisher wurden Trainer deinen Sieg über die Top 4 einfach nur als Champs gefeiert. Aber ab sofort wird der Champ auch zu einem offiziellen Teil der Pokémon-Liga. Ja, das ist auch der Grund, weshalb der Professor uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Er möchte nämlich der Krönung des neuen Champs höchstpersönlich beiwohnen. Aber er würde sich für diesen aufregenden Zweikampf um den Titel besser eignen als Kev und Jan. Immerhin habt ihr beide Team Rocket das Handwerk gelegt. Nun denn, es ist soweit. Stellst du dich in den Entscheidungskampf. Dann halte ich mal kurz mein Team noch schnell hoch. Und die haben auch wieder einige neue Einträge bekommen. Gehe ich mal davon aus. So, mal gucken, was uns der gute Jan entgegenwirft. Vom Level her sind wir ungefähr gleich. Sein Jacks Pokémon ist, glaube ich, Level 57 oder so, wenn ich es richtig eben gesehen habe. Aber ich gehe davon aus, dass wir es irgendwie auf die Reihe kriegen. So, okay. Gucken wir mal, was hat er denn für uns? Okay, gar nicht so schlecht eigentlich. Sein Team. Gut, dann geht Raichu als erstes rein. Ah, gut, ist er schon, ja. Liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir mal hier einen ganz kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann geht es gegen den amtierenden Champ um den eigenen Titel. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, eine kurze Folge war das in der letzten Folge. Ja, Siegfried war relativ schnell bezwungen, so schwer war es bisher nicht. Aber jetzt steht uns der große Kampf gegen den Champ an. Gegen unseren Freund, Nachbar und Rivalen Jan. Los geht's. Hey, Kev, bin ich froh, dich hier zu treffen. Ich hab's geschafft. Ich hab die Top 4 besiegt. Und jetzt bin ich der neue Champ. Du erinnerst dich doch sicher auch noch an das, was uns der Professor erzählt hat, oder? Als frisch gebackener Champ muss ich mich jetzt in der Pokémon-Liga jeder Menge Trainer stellen, um meinen Titel zu verteidigen. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du mein erster Gegner bist. Es gibt keinen Trainer, den ich lieber zeigen will, wie weit ich es gebracht habe. Zeit für den Titelkampf, Kev. Jetzt geht's rund. Na gut, gucken wir mal, ob uns der gute Jan herausfordern kann. Oder schlagen kann, wie auch immer. Ja, er fängt jedenfalls mit einem Taubass an.
Das kleine Taubsi, was damals dabei war. 6 Pokémon treffen uns jetzt gegenüber. Okay, kriegen wir schon irgendwie hoffentlich hin. Nächster, erster Angriff. Oh, er geht auf. Er macht auf Mega-Entwicklung. Okay, jetzt schon mit dem ersten Pokémon auf die Mega-Entwicklung. Und das ist Mega-Taubos. Wir haben es tatsächlich keine. Das ist direkt, aber das ist nur die Hitzewelle. Oh, fast, Junge. Fast, und ich hab keine Fix. Ich hab keine Ruckzuck hier. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Weil ich ganz jetzt machen können. Er geht ja schon, zurück. Okay. Scheiße, haben wir Ruckzuck jetzt gehabt. Knogger. Knogger. Dann muss ich auch mal einen Reitschutz zurückziehen. Noch mal ran drauf. Mega sauber weiter. Irgendwie down. Die Hälfte der KP ist weg von dir. Ich weiß, dass er Feuerschlag konnte. Das habe ich nachgeguckt. Ja, okay, okay. Nicht tragisch. Wir haben es bisher relativ gut. Komm jetzt. Jetzt sind dieses Knocker aus dem Rennen. Weg ist es. Das erste Pokémon von ihm geht schon mal baden. Galoppa. Bei Kabutops. So, dann gehen wir kurz in den. Gehen wir kurz in. Surfer geht mit Flammen drauf. Das müsste jetzt eigentlich wieder kaputt jetzt relativ ohne abschwächen können. Wegen dem. So die halbe Schwäche, also. Also der Bonus dabei, ja gut, der geht noch halt. Aber. So, dann gehe ich jetzt noch hinterher auf Steinhagel. Er bleibt bei. Sie bleibt bei. Ja, es bleibt weiterhin bei Flammenblitz. Das ist aber nicht tragisch. Ich weiß nicht, ob ich Surfer geben könnte. Ich dachte, der Steinhagel ist trotzdem reich. Ja, gut. Weg mit dir, mein kleines. Kleine 50 für Kabuton. Also direkt Level 57. Und du kriegst 56. Giflor. Okay, Magma. Er hat tatsächlich sein Pikachu, glaube ich, nicht mehr im Team. Feuersturm! Okay, HKB machen. Ich glaube, ich habe es gerechnet. Ist aber nicht weiter tragisch. Jetzt muss nur die Attacke treffen. Okay. Lamus. Lamus. Nur mal zurück. Magma, danke schön. Du hast gut gekämpft. Du kriegst den gleich den zweiten Teil gegeben. Den Giflo noch. Genese. Ich krieg ihm gar nichts. Megasonne. Gut, ich muss ein bisschen was im Kapitel zurück. Ich hoffe, dass er jetzt kein Eis halten kann oder nicht trifft. Lichtschild. Lichtschild gegen Spezialattacken. Och, leck mich doch am Arsch. Hör doch mit der Kacke jetzt auf. Gut, Giflor. Ich glaube, Giflor ist sowieso fast down, ne? Nee, halbe KP hat es noch, okay. Gut, dann gehen wir jetzt als Typ Gift jetzt mit sich und Chinese weiter. Gerechnet ist hier nicht die Matte von mir. Ist aber nicht tragisch. So, der zweite Teil. Letzte Teil. Jetzt Giflor auch noch ausschalten. Komm.
Lass du drei weg. Fick dich doch. Ernsthaft? Ach oh, gut, die Dings, ne? Das Lichtschild. Ja, sagen wir mal so, er ist nicht ganz ohne. Jetzt eine Runde ist spät, zu spät. Eine Runde zu spät. Er hat jetzt zwei down und ich habe auch zwei kaputt. Okay, weiter geht's mit Musik Aura. Leck mich doch am Arsch, wieso kriegt ihr denn? Hat doch ein KP übrig am Ende. Hat ein fucking Glück, ey. Dass er seine scheiß Dings durchkriegt. Komm, Evoli. Hau die. Jetzt geht's weiter. Komm ich mit dem Blubsauger an und hat zumindest einen KP noch mit übrig. Das heißt Knogger, Giflor und Lamus, wenn es richtig. Oder hat er noch was anderes da? Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wer der dritte war. Reit. Der Taubert. Der sitzt jetzt auf Raichu. Also hat er sein Pikachu doch noch. Also bzw. nur weiterentwickelt. Warum auch? Obwohl, das kann sein, dass er sein Pikachu ausgetauscht hat und ins Raichu reingezogen hat. Ist aber nicht tragisch. Ich kann ja jetzt hoffentlich dann viertes Pokémon aus dem Rennen nehmen. Eisenschweif. Ist egal. Sein Raichu geht relativ easy baden. Das ist gut. Das glaube ich war auch dein stärkstes, ne? Lamus. Ich habe auch einiges für angefangen. Ja, aber wie gesagt, er ist der Champ, ne? Das ist klar. Der hat definitiv noch was auf dem Kasten. So, jetzt kommt sein Lamus noch. Dann müsste er ja seinen Tauboss noch haben. Beide schwer angeschlagen. So, jetzt nehmen wir dann nämlich dein Lamus mal im Rennen. Sehr gut. Und dann müsste es eigentlich durch sein. Dürfte noch ein KP haben oder so. Das heißt, wenn du jetzt versuchst, es anzuschlagen. Also ich. Ja, ich glaube, das musst du reißen. Das ist jetzt eine Top-Genesung. Fast damit hätte ich gerechnet. Das ist die zweite übrigens mittlerweile, die jetzt. Dann gibt man da, glaube ich, das erste gezogen. Das war kein Volltreffer. Jetzt kriegt er noch die Paralyse hinterher. Das Taubos kriegt die Paralyse. Und ich kann jetzt mit dem Feuerschlag, mit dem Donnerschlag final den Ende machen. Wir sind der neue Champ der Pokémon-Liga. Bam, Check-out, Feierabend. Tschüss, Zaubers. Okay, ich geb's ja zu. Du bist der stärkste Trainer der Welt. Ich hab's geschafft. War aber hart, muss ich sagen. Es war wirklich hart. Und er war definitiv ziemlich ebenbürtig. Ich hatte dann am Ende ein bisschen Glück dabei. Ich hatte auch allgemein während der Pokémon-Liga, beziehungsweise wenn ich ehrlich bin, also das Macho-Mai von Bruno, wo der vier Paralysen hintereinander kriegt und wo ich dann am Ende mit dem Raichu durchkommen kann, das hätte ich jetzt auch, hätte auch anders ausgehen können, definitiv. Aber manchmal brauchen wir uns die Dusel, um weiterzugehen. Oh Mann, das war's wohl mit meinem Siegeszug durch die Pokémon-Liga. Du bist der neue Champ jetzt. Das hat zwar nicht lange gedauert, bis du mich vom Thron gestoßen hast, aber immerhin habe ich jetzt ein neues Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Dich zu besiegen. Kev. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt der neue Champ der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich damals mit Evoli auf den Weg gemacht hast, um den Pokédex zu vervollständigen. Aus dir ist ein erfahrener Trainer geworden. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Und auch dir, Jan. Dir gilt meine aufrichtige Anerkennung dafür, dass du bis zuletzt gekämpft hast und nicht einen Moment daran gedacht hast, das Handtuch zu werfen. Als ich dir beim Kampf über die Schulter gesehen habe, war